Hauptthema dieses Films ist die Geldpolitik, genauer die zu ihrer Steuerung eingesetzten Instrumente. Wer hat nicht schon mal davon geträumt? Wenn man Geld braucht, stellt man sich einfach an den Drucker und produziert die nötigen Euroscheine. Aber das ist natürlich verboten. Im Euro-Währungsgebiet darf nur die Europäische Zentralbank Geld herstellen. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.